Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Satisfactory. Heute baue ich mir ein neues Rotorenwerk auf. Alles weitere nach dem Intro. Gut, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich noch schnell die Anschlüsse hier fertig machen wollte für die modularen Rohren. Das habe ich auch soweit alles angeschlossen. Bis auf das hier natürlich. Da fehlt noch ein Stück. So, okay, dann können die nämlich schon mal dort hineinlaufen. Da sind auch schon die ersten. Perfekt. Muss schon schauen. Ja, Motoren machen wir ja jetzt schon. Vielleicht schauen wir nach der adaptiven Steuereinheit. Okay, das wird auch wieder eine größere Geschichte, aber ja, alles gut soweit. Da kümmern wir uns zu einem späteren Zeitpunkt drum. So, also, heute möchte ich mit den Motoren weitermachen. Da geht es mit dem alternativen Stahlrezept eigentlich relativ einfach. So, ich müsste eigentlich jetzt auch schon alles dafür haben. Das läuft auch alles schön in den heißt es Weltraumlift rein. Gut, dann brauche ich erstmal eine richtig schöne Stelle dafür, um das Rotorenwerk hier aufzubauen. Also hier habe ich irgendwo auf jeden Fall Kupfer. Und hier mache ich auch Motoren, wo ja dann auch die Rotoren rein müssten. Hier wäre irgendwo ganz praktisch. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Platz ich hier benötige. Was machen wir hier? Schwere modulare Rahmen. Schauen wir mal, wie viel ich davon werde. Ich auf jeden Fall noch ein paar brauchen. Okay, das ist schlecht. Na, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach deutlich weiter hinten. Ja, einfach mal hier so in. Da sollten wir doch eigentlich dann auch keine Probleme bekommen mit. Das alternative Stahlrezept ist nämlich eigentlich super hierfür, weil ich dann keine Schrauben brauche, und Schrauben brauche ich für Rotoren ehrlich gesagt in Massen. Deswegen ist das hier einfach nur mit Stahlrohr und ein bisschen Draht schon getan. Dann haben wir so gar keine Probleme mehr mit. So, mal schön schauen. Rotoren aktuell mache ich 24. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal hier ganz entspannt 30 mehr. Und schnell alles verbinden. So, okay. Dann klatsche ich mir hier nämlich einfach mal ganz entspannt. Mal schauen. Applikatoren hin. Und dann schauen wir mal. Ich wollte noch mal insgesamt 30 machen. Weil ich nämlich auch 60 Stahlrohre noch übrig habe. Das heißt, wir brauchen 6 Fabrikatoren dafür.
So, passt. Und hier einmal einstellen. Alternativ Stahlrotor. Wunderbar. So, dann haben wir das nämlich auch schon. Ja. Perfekt. So, dann fehlt eigentlich nur noch einmal hier der Anschluss. Logistik. Wird aber ein Splitter. Was so geht. Sogar noch genügend Platz auch in alle Richtungen. So, und dann einmal hier alle schön miteinander verbinden. Wenn, dann machen wir auch alles gleich, nicht die irgendwo. Unterschiede. So, da haben wir das doch schon mal. Dann setze ich mir einmal da Durchführung hin und einmal da. Dann machen wir das so. Perfekt. So, dann fehlt eigentlich nur noch Stahlrohr und Draht, muss ich später nochmal separat aufbauen. Setze ich mir schon mal hier den Stromanschluss einfach nur hin. So. Gut. Das habe ich. Was ich weiß, ist, dass Stahlrohr von dort kommt. Oh ne. Alle Rohre laufen hier einmal durch sogar. Jetzt wird es auch immer besser hier. Das muss ich mir aber erstmal anschauen. Das muss ich mir erstmal anschauen. Das wird wirklich immer besser hier. Der Überschuss und links alles ungespürt. Perfekt. Besser kann es dir gar nicht laufen. Das habe ich mir vorher gar nicht angeguckt gehabt. So, dann würde ich sagen, das setze ich mit dahin. Und hier brauche ich jetzt einfach nur einen intelligenten Splitter. War nicht ganz richtig, aber sollte schon irgendwie passen dann auch. Machen wir das da jetzt. Den habe ich hier. Das muss erstmal dahin. Wie kläre ich das denn hier am besten? Alles sonst ziemlich dämlich aus. Ich will aber eigentlich etwas näher dran sitzen.
Okay, nee, das geht so nicht. Wir setzen den mal hier hin. So geht's auch nicht. Okay, der muss ein Stück weiter hier rüber. Also wenn es jetzt hier Strand schon scheitern sollte, dann ist er hier gleich weit gekommen. Weißt du was? Bleibt jetzt einfach so. Das ist jetzt auch noch falsch. Ach Mensch. So, jetzt aber. So, okay. Was gerade ist. Das passt doch schon mal. Sie hat jetzt länger gedauert als Schutt rechts. Als alles andere. Okay, dann platze ich mir das jetzt da dran. Das hier einmal und dann passt es doch. Dann kann das da erstmal voll laufen und danach läuft es einfach geradeaus weiter. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. So, ich habe gesagt, ich brauche 60 Stahlrohre. Das heißt, ich habe hier 180 produziert und verbrauche jetzt auch 180. Was aber noch nicht so schlimm ist. Okay. Das haben wir. Jetzt fehlt mir noch der dazugehörige Draht. Weil ohne Draht geht es natürlich nicht. Stahlrohr brauche ich eigentlich auch nicht, die ich hier im Inventar habe. Aktuell packe ich mir die einfach mal da rein. Dann sind die schon gut weg. So, okay. Sagen wir mal, ich würde das hier auf 10 erweitern. Habe ich irgendwo hier. Ah, okay, ich baue mir die Drahtproduktion hier auf. Dann habe ich auch eigentlich keinerlei Berührungspunkte mit der ganzen Geschichte da hinten. So, das heißt, ich brauche 6 Konstruktoren. Wie war das hier? Oh, machen wir das hier hin. 1, 2, 3. Logistik und dann machen wir hier die Splitter hin. Das sollte jetzt eigentlich genau mittig sitzen, fast sogar. So hatte ich mir das auch vorgestellt. So, pass auf, dann machen wir das nämlich hier unten durch. Okay. So, das war falsch. Hier, bitte beim Detonator. 1, 2, 3.
2. Finden. Das verbinden. Und dann verbinden wir das hier einmal schnell. So, das müsste jetzt noch eingestellt werden. Tieren. Und dann überall einfügen. Ich ganz schnell hier eine kleine Radproduktion aufgebaut. So, dann ist schon überlegen. Dann brauche ich Schmelzöfen. Das hier ja verbinden. Da müssen wir mal schnell schauen, ob das so passt. Und zwar am liebsten unterirdisch. Okay, dann ziehe ich mir hier immer den Weg entlang. Das ist wohl gar kein Problem. Das ist nämlich sowas von gerade. Dass ich die hier ohne Probleme einfach miteinander verbinden kann. Ja. Wirklich gerade. Das habe ich jetzt nochmal schnell kontrolliert. So, und dann einmal hier. Voilà. So, und dann auch hier Band-Splitter. Da machen wir natürlich Kopfbarren. So, 90 Kupferbarren. Mal schön ausrechnen, ob das reicht. 6 mal sind 90, ja. Das ist alles. Ich muss hier hin. Perfekt, das habe ich. So, das habe ich. Auch alles. Da kommt ein Abtransport dran. Okay. So, was ich noch nicht habe, ist Strom. Mal schauen, wo wir uns den herholen. Aber ich denke, das kriegen wir auch umgeklärt hier. Und Kupfererz fehlt natürlich auch noch. Das müssen wir einmal wegmachen. Ziehe ich mir das hier einmal nach unten. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo das hier wirklich war. Das war direkt hier vorne. Das heißt, ich baue mir erstmal hier einmal den Miner drauf. Nehme mir den so, damit er passt. Passt. Ich brauche sogar nur 90, das heißt, wir machen hier einmal 75% draus.
Chrom kann ich mir direkt von hier vorne wegnehmen. So, dann nochmal hier. Einmal nach unten ziehen. Ziehen das hier einmal nach oben. Deswegen nicht. Ich muss mal hier runterfallen. So. Perfekt. Dann hätten wir das. Ja. Schon einmal hier hochkommen irgendwie. So, sehr schön. Passt also auch. Dann fehlt jetzt erstmal noch der Stromanschluss. Machen wir mal anders. Es geht mir auf die Nerven, dass ich immer wieder diese blöden Strommasten hier setzen muss. Deiner hin. Deiner hin. Dann deine mit Karten. Okay. Und klein. Große Säule. Links groß. Okay, wie haben wir das denn gemacht? Angeschütze, ne. Kleine. Kleine Säule. Da. Kleine Säule, so. So war das. Und dann noch eine kleine Metallsäule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daran machen wir jetzt einfach hier ganz entspannt diesen Metallträger. Wir brauchen halt einfach nur Stahlträger. Aber davon habe ich ja, weil ganz ehrlich bin, genug. So, und dann setze ich mir hier die einmal an. Sieht so schön aus. Sehr gut, die kann ich nämlich hier auch schön einmal in die Richtung ziehen. Wäre dann ungefähr hier. Jetzt hätte ich vielleicht anfangen. Ups. Passt nicht. Am Anfang etwas auf, aber irgendwann die ganze Geschichte ja auch schneller. Und dann hat man hier gar keine Probleme mehr mit. So. Ohne Probleme hier
erweiterbar. Einmal hier hinziehen. Damit das hier halbwegs aussieht. Okay, und dann setzen wir das hier hin. So. Das Falsche. Das ist nämlich die kleine Säule, die geht hier mittig. Da drauf. So, und dann 2, 3. Perfekt. Und dann gehen wir nämlich von hier rüber. Hier rüber und dann schauen wir mal, wie weit wir hier rüber kommen. Sieht doch schon gut aus. Gummischuss vergessen. Hier rüber gehen, darüber und da anschließen und dann gehe ich mit hier hin. Hier rum. Und dann schließe ich mir das einmal hier an. Ich finde, das sieht immer besser aus, wenn man das so macht. Das ist halt wirklich etwas mehr Arbeit, aber der Optik halber finde ich das super gemacht nachher. So. Und da es so schön ist, schließe ich die auch direkt an. Und die auch. So, alles andere mache ich jetzt, denke ich mal, so nach und nach. Das stört jetzt erstmal nicht. Solange das hier jetzt alles schön läuft, bin ich doch eigentlich schon zufrieden. Gut, die laufen schon 100%. War auch schon. Okay. Schneller als ich hier unterwegs. So, das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur noch dafür sorgen, dass ich den Draht einmal auf die Seite bekomme. Da müsste ich hin. Und das gar nicht so einfach machen. Das wäre ein Eingang, okay. Na gut, dann würde ich sagen, montieren wir das hier wieder auf der Deckenhöhe. Das ist nämlich wahrscheinlich am einfachsten. Schön mittig hier, deswegen haben wir da schon mal keinerlei Probleme mit. So, dann haben wir es doch sogar. Was gerade? Schauen. Ja, das ist definitiv gerade. Dann einmal hier nach oben kommen irgendwie. So, guck mal an hier. Da werden auch schon die ersten Rotoren einmal hergestellt. Was habe ich jetzt noch?
nicht. Mache ich aber schnell. Und zwar geht es hier noch um den Transport der Rotoren. Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das muss auch immer wieder hier schön gemacht werden und gut aussehen. Ja, eigentlich sehr wichtig, wenn ich ehrlich bin, dass es hier wenigstens immer wieder schön aussieht. So, dann nochmal hier auch umgekehrt. Dann gucken wir das da runter. Okay. Rotoren wäre somit auch abgehakt. Und jetzt hier? Gar nichts. Doch. Wir haben wohl sicher sogar die Stahlrohre zeitlich. Okay, die habe ich ja jetzt aber wieder. So. Aus. Das läuft auch rein, das ist schon auf 100%. Habe ich noch ein Problem. Und zwar das ist auch ein Problem. Das ist blöd. Wohin mit den Rotoren? Das ist richtig gut. Ich will in die Richtung. So, perfekt. So ist das besser. Hm, ja, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal so rum. Schauen wir mal, auf welches Band ich damit muss. Hier laufen Motoren durch. Ich müsste hier hinten auf dieses Band. Das ist ein intelligenter Splitter, ja genau. Dann würde ich sagen, irgendwie hier so dran. Logistik, einfach mal Fusionator. Das ist blöd. Senator. Mittig. So. Das ist blöd. Weil ich ja jetzt hier einmal entgegensetzt der ganzen Sache arbeite, aber auch nicht zu ändern. Hm. Ja, wir machen das jetzt ein bisschen. Einfach so. Ja, hier unten kommt er durch.
jetzt fehlt mir natürlich hier wieder Stahlbeton. Hm. Gut, jetzt mal schauen, wo ich denn überhaupt hin muss. Hier hin. Mittig gesetzt werden, das muss ja ungefähr hier sein nachher. Schauen wir mal, ob das passt. Ich brauche erstmal Stahlbetonträger, sonst kommen wir hier definitiv nicht weiter. Dann gehe ich mir die mal schnell holen. Sollten ja jetzt auch wieder welche im Lager sein, die habe ich hier gerade einmal rausgenommen gehabt. Ja, hier habe ich übrigens die modularen Poren durchgeführt. Einmal unter den ganzen Bändern durch. Aber einfach mehr Platz und das ging doch deutlich schneller, die ganze Sache. So, da muss ich hin. Einmal hier hin. Da sind wir noch schon. So, Beton habe ich noch genug. Und sonst. Okay. Eisenplatten. Lagere ich aber, glaube ich, auch keine ein. Mal schauen, ich laufe nicht ins Lager. Weil die ja komplett verbraucht werden. Aber das liegt so ein bisschen auf dem Weg, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kann ich mir da welche wegnehmen. Wenn ich das richtige Werk dafür finde. Hier könnte aber schon aussehen. Genau. Dann allerdings von hinten. Da sind meistens welche drin. So, ich will davon einfach noch mal welche mit. Ja, das reicht. So, dann hier runter. Den hier setzen, das geht's nicht. Passt. Ich will gucken, dass ich hier hochkomme. Auch einfacher als ich dachte. So, dann fehlt hier nur noch der Lift. Der muss einmal hier hin. Und dann dorthin. Und schon laufen hier wieder 30 Rotoren mehr durch. Das ist perfekt. Dann haben wir das nämlich auch. Rotoren machen wir dann insgesamt 54. Sehr schön. Schnell in das andere Werk rein. Aber ich glaube, na gut, wir lassen es auf jeden Fall laufen, weil die mehr Motoren werde ich da glaube ich nicht benötigen. Schon wieder herkommen. Nee, komm ich nicht, sondern die kommen dann von hier. So, erstens mache ich hier glaube ich 4, in dem anderen mache ich sogar 5, auch wir Eisenstangen und Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
800 Schrauben brauche ich hier. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Jetzt habe ich ja auf jeden Fall genug Motoren. Da dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Vielleicht noch ein paar, die ich jetzt bräuchte, aber allzu viel denke ich mal nicht mehr. Dann haben wir das auch erledigt. Die Produktionen laufen alle. Ja, schauen wir nochmal hier rein. War noch irgendetwas? Ah genau, Gewebe. Mycelium bräuchte ich noch. Das heißt, das gehe ich mir mal schnell holen. Ich komme hier so schräg rüber. Mal, wenn es dunkel wird, aber naja, allzu viel werde ich ja davon nicht brauchen. Das Gute ist, ich weiß, wo ich ungefähr hin muss. Mich dort hinten in diesen tollen dunklen Wald rein, wenn es jetzt hier dunkel wird gleich. Gehen. So. Ich pack schon mal das Schwert aus. Man weiß ja nie, was hier passiert. Okay. Hier müsste das sein, was ich suche. So. Das sind die Dinger. Sagen, es könnte mir auch ein Bild sein. Sind nicht ganz einfach aufzuheben. Man anscheinend erst alles andere drumherum wegnehmen muss, aber dann geht's. Gut, dass ich brauche eh noch ein bisschen was von den Holz oder Gras, Wetter, um das Gewebe herzustellen. Hier mitnehmen, wie ich Tragkante finde. Nämlich das einzigste, was man hier wirklich nur per Hand einsammeln kann, nicht irgendwie aufbauen. Daher macht man das auch nicht allzu oft. Geht auch nicht wirklich gut. Das Problem ist auch, dass es einfach nur geht. Da könnte man so viele andere Sachen machen. Nein, wir müssen jetzt hier Tee ansammeln gehen. Das auch noch im Dunkeln. An einem Ort, wo es Spinnen gibt. 100 habe ich doch schon. Nicht gut gehen. Nicht immer so ganz einfach. Riesenspinne gewesen. Da halten wir uns ganz sicher nicht länger auf. Hab ich gar nicht gehört. Gut, dass sie sich auch nicht wirklich viel bewegt hat.
wie schön, wenn die das jetzt geändert hätten, dass die einen auch nicht angreift. Wenn das eingestellt hat, weil das war nicht immer so. Wo sind die dann trotzdem losgegangen? Ja. Gut. Ich denke, mir reicht das hier. Gehen noch mal schnell zurück. Nehmen wir hier die Bahnstrecke mit. Hier auf dem Weg. Kommt auch der Zug schon wieder von vom Entladen zurück. So. Da unten haben wir rote Stäbe. Was ist da los? Ist alles rot. Was ist hier los? Kein Strom. Warum haben die keinen Strom? Was ist jetzt hier da für die Verbindung? Ja, also. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Hab ich aber nicht weggemacht. Das wäre doch völlig wahnsinnig. So, jetzt hätten wir auch wieder Strom. Ah, ich denke mal, da müssen wir auch demnächst wieder nachschauen. Kommen wir auch so langsam an die Grenzen dran. Nicht, dass wir da erstmal nochmal uns um Strom kümmern müssen, bevor es hier in irgendeiner Art und Weise anders weitergeht. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Biomasse. Was haben wir da? Holz. Ich habe keinen Strom. Klar. Hier ist wieder. Auch ist direkt. Wie brauche ich noch? 14. Na gut, das ist ja überschaubar. Ja, das schon mal. Das wäre dann eigentlich auch das letzte, glaube ich, was ich hier hatte. Ja. Nur 5 habe ich schon abgeschlossen, da fehlt nur noch das hier. Okay. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch schnell. 1. Perfekt. So, dann. Einmal hier rein damit und einmal abschließen. Perfekt. Milestone reached. Gas masks and filter parts will ensure increased odds of survival in gas-based hazardous environments. Das heißt, ich kann mir jetzt Gasmasken herstellen und ich habe hier auf jeden Fall zugekommen. Ich habe ein bisschen mehr Platz. Wo war das hier? Gasmaske. Genau hier. 3 Inventarplätze und die Gasmaske mit Gasfilter. So. Wichtige Geschichte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Gasmaske. Da. Was brauchen wir dafür? Gummi, Kunststoff und 100 Gewebe. Hoch, Herr Jemini. Gewebe. Und das dauert doch ewig. Gummi und Kunststoff gehe ich mir schon mal holen. Ah, Gummi habe ich immer noch nicht hier drin, aber Kunststoff habe ich hier irgendwo. Mal ausholen. Zurückpacken. Und dann habe ich hier Gummi. Ja, dann haben wir irgendwo hier ein Band, glaube ich. Genau, haben wir erst benutzt. Freundlich 100, hatte ich gesagt. Muss ich mir einmal schnell so einsammeln. Und? Jetzt nicht.
So. Filter. Echt. Schauen wir mal, wie wir die Filter herstellen in der Zeit, wo das produziert wird. Lass uns mal schon Blätter umstellen. Hm, 100 packe ich doch auf gar keinen Fall. Das haben wir schon. Schauen wir mal, wie wir die Filter machen. Maske. Na, okay. Gasfilter. Was haben wir da? Kohle. Die habe ich. Da brauche ich aber nochmal Gewebe. Das ist ja echt nervig. Hm. Ja, gut. Adaptive Steuereinheiten. Muss ich ja auch noch angehen. Davon brauchen wir zwar nur 100, aber trotzdem, das wird jetzt wieder ein bisschen auch aufhalten. Schwere modulare Rahmen. Wie viel mache ich da? Schwere modulare Rahmen. Machen wir 4, das ist auch gut. 4, okay. Und dann Computer. Schauen wir mal, ob ich noch was übrig habe. Ja, 7,5. Passt auch. Platinen bräuchte ich dann tatsächlich 20. Die habe ich ganz sicher nicht übrig, da habe ich nämlich gar keine übrig. Und automatische Verkabelung bräuchte ich ja dann mal 4 sind 30. Schauen, wie ich die herstelle. Da auf jeden Fall nicht. Ich brauche mal schnell einen Applikator hin. Da, automatische Verkabelung. Weiß ich, das wird ja auch wieder ganz toll. Schattoren, das ist echt nervig mit den Schattoren da. Ach, E30. Kein Alternativrezept für, wenn ich nicht. Aber Schattoren, glaube ich, kein Alternativrezept. Habe ich noch. Auch Stahlrohr und Draht. Das ist super. Das ist echt super. Muss ich schon die Stahlrohre erweitern. Mhm. Naja, aber trotzdem automatische Verkabelung. Ich brauche hier wieder eine riesen Produktionsstätte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Da werde ich mir noch was einfallen lassen müssen. Schon mal los. Ach, 20. Sollte reichen. Das Einzige, was hier nicht reicht, wahrscheinlich hier die Biomasse. Da ist mein Krafter wieder. Gut, ich würde jetzt hier nur nicht weiterkommen, weil ja schon alles abgeschlossen war. Genau. So, das heißt hier, Weltraumlift Phase 3 kommen wir noch nicht hin, weil wir erstmal hier das abschließen müssen. Na gut. Machen wir jetzt erstmal hier meine Gasmaske und dann ein paar Filter. So, das reicht für die Maske schon mal. Wo war sie?
Wo war jetzt meine da? Sehr gut. Hab ich. Steckt sich da oben und kann an den Kopf angezogen werden. Perfekt. So, das bräuchte ich mir dahin. Da hatte ich hier Holz. Ne, da hatte ich kein Holz. Wie sieht's denn hier aus? Festplatten habe ich auch keine. Was könnten wir noch machen? Highspeed-Anschlüsse. Highspeed-Anschlüsse. Supercomputer, oder? Ah, habe ich noch keine. Das dauert noch etwas. Turbo-Treibstoff, ja. Müsste ich mir rein natürlich auch irgendwie mal erforschen. Da kann ich den schon. Weiß ich gar nicht. Wie viel waren das? 25, glaube ich, oder? Hatte ich gesagt. Ach ja, was haben wir hier? Ja, machen wir erstmal das hier. 25. Mal ein bisschen schauen gehen. Aber die sollten doch eigentlich ins Lager laufen. Ja. So, hier mit den modularen Motoren sind wir gleich schon durch. So, hier den Prioritätsnetzschalter brauche ich zwar wahrscheinlich nicht. Also im Moment auf jeden Fall noch nicht, aber irgendwann wird das ja noch kommen, dann werde ich den auch benötigen. So, wie sieht's hier aus? Dann einpacken. Kohle. So, dann machen wir hier einmal ein paar Filter. Gummi noch, Mensch. Wenigstens weiß ich mittlerweile, wo ich hin muss. Dann hole ich mir nochmal schnell hier 100 Gummi weg. Mehr werde ich auf gar keinen Fall benötigen. Auch noch mal was im Inventar, falls ich mal was bräuchte. Zwischendurch habe ich Gummi, brauche ich eigentlich so gar nicht, außer hier für solche Geschichten. So, dann machen wir noch schnell hier die Filter. Schon. Okay. Da. Einmal. So. Gut. Dann habe ich doch auch schon wieder alles für heute soweit erledigt. Die Retouren laufen. Modulare Motoren laufen einwandfrei in den Weltraumlift rein. Dann muss ich mir überlegen, womit ich jetzt beim nächsten Mal weitermache, ob wir hier wirklich auf die adaptive Steuereinheit gehen oder erstmal in Richtung Zentrallager. Das weiß ich noch nicht genau, muss ich mir noch überlegen. Aber auf jeden Fall werden wir da beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Für heute habe ich wieder alles erledigt. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.